Sie sind hier, 13. Oktober 2018, 11.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Leonardo Bonucci warnt die italienische Nationalmannschaft Urheberrecht Getty Images. Italien Kapitän Leonardo Bonucci sieht nach der verpassten WM die italienische Nationalmannschaft weiter in der Krise. Er befürchtet sogar einen weiteren Abschwung. Kapitän Leonardo Bonucci sieht Italiens Nationalmannschaft weiter in der Krise. Vor dem Nations League-Spiel am Sonntag gegen Polen warnt der Juventus-Verteidiger vor dem Abstieg des noch sieglosen viermaligen Weltmeisters aus der A-Division. Die Gefahr eines Liga-B-Abstiegs verleiht dem Match gegen Polen eine besondere Bedeutung. Es wird ein schwieriges Match werden, das wir gewinnen müssen, sagte Bonucci dem Corriere dello Sport. Ein Sturz in die zweitklassige B-Division könnte laut Bonucci die Teilnahme Italiens an der EM 2020 und der WM 2022 gefährden. Schon bei der WM 2018 waren die Italiener nur Zuschauer. Bonucci, nichts hat sich geändert, vor einem Jahr haben wir mit der verpassten WM den Nullpunkt erreicht. In einem Jahr hat sich nichts geändert, die Lage hat sich wahrscheinlich noch verschlechtert, sagte Bonucci, ich hoffe, dass die Wahl eines neuen Verbandspräsidenten die Situation ändern wird. Das verdienen Italien, der Fußball, die Spieler und die Tifosi. Man braucht eine transparente Reform zum Neustart des italienischen Fußballs. Am 22. Oktober wird der neue Verbandschef gewählt. Als einziger Kandidat tritt der 63 Jahre alte Unternehmer und Drittligapräsident Gabriele Gravina an. Nach dem Rücktritt von Verbandschef Carlo Tavecchio im vergangenen Dezember führt Roberto Fabrizini, Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees CONI, die Geschäfte kommissarisch. Von Sportinformationsdienst.